Wir schauen auf den 2:0-Sieg gegen Fürth, die Torreaktion nach der Begrüßung. Ja, meine Freunde, es ist wieder soweit. Wir haben einen Tag nach dem Spiel und eine wichtige Frage an euch. Der eine oder andere hat sich das gewünscht, dass ich das dauerhaft einführe, einen Tag nach dem Spiel meine Torreaktion hier hochzuladen. Gerade für Leute, die vielleicht den Stream verpasst haben oder arbeitstechnisch nicht keine Zeit hatten, um da vielleicht so ein bisschen dran teilzuhaben. Wie findet ihr das Ganze? Sagt ihr, ja, nach jedem Spiel die Torreaktion hochladen, insofern es kein 0-0 war? Ich glaube, da könnten wir dann immer mal auch eine Ausnahme machen. Ansonsten, ja. Und ja, in dem Sinne, schreibt es gerne mal hier unten in die Kommentare. Die Torreaktionen kommen jetzt gleich. Und ich entschuldige mich direkt mal fürs 1-0. Mein Jubel war natürlich da sehr verhalten. Lag daran, dass ich Möwald klar im Abseits gesehen habe, was dann am Ende natürlich nicht so war. Also da hat sich, mein Blick hat sich da getrübt. Insofern wollte ich mich nicht schon wieder so freuen wie gegen Schalke am Ende, wo ich mir meine halbe Seele rausgeschrien hatte und dann am Ende keine Stimme mehr hatte und das Tor zurückgenommen worden ist. war ich da kurz verhalten und da sieht man auch mal, was der Videobeweis aus einem macht, dass man bei einem Tor für Werder erstmal denkt, warten wir mal kurz, ob es Abseits war. Das ist mir vorher noch nie passiert in dem Sinne, aber ja, gestern habe ich mich dann selber dabei ertappt. Wahnsinn. Also ja, das 2-0 dann wieder normale Freude wieder da. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst beim 1-0. Damit würde ich sagen, Film ab, viel Spaß bei den Toren. Und ihr könnt ja mal reinschreiben, wer Möwald auch zuerst im Abseits gesehen hat. Ciao. Ball kommt rein in 16er, da steht Veljkovic und Abpraller Tor. Könnte Abseits sein von Möwald? 1-0 wäre da eigentlich. Wir müssen kurz warten, Jungs. Wir müssen kurz warten. Hä? Weil ich Möwald direkt im Abseits gesehen habe. Wir müssen gerade schauen. Wir müssen gerade kurz warten, Jungs. Gibt's da einen Videobeweis? Ist jetzt die große Frage. Also, beim Kopfball war er nicht im Abseits. Das heißt 1-0. Jawohl. Beim Kopfball war er nicht im Abseits. Jungs. Nee, beim Kopfball war er nicht im Abseits. Schmied im Vollsprint. Komm, Junge. Zieh. Rechts ist Zarten. Spiel ihn. Zarten im 16er. Zarten legt rüber und... Ja, da bist du doch, Junge! Ja! Zarten auf Agu! Da bist du doch! 2-0! Ganz wichtig! Felix Agu hier! Ganz wichtig! Schmied auf Zarten legt ihn rüber auf Agu Tor! 2-0!